Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Mass Effect 2. Ich habe den Spielsound mal ein bisschen lauter gestellt, weil schon ein bisschen leise ist und weil ich einen Ventilator hinter mir anhabe. Hoffentlich hört man das in dieser Folge nicht wirklich, weil es die pure Hitze bei mir. Wirklich, es scheint die Sonne. Ich weiß jetzt nicht, wo in Deutschland oder auf der Welt ihr euch befindet, aber es ist gerade hier, glaube ich, gefühlt 30 Grad oder so heiß. Oder noch schlimmer. Gefühlt. Dementsprechend könnt ihr, glaube ich, nachvollziehen, warum ich mit dem Ventilator angemacht habe. Jedenfalls, diese Folge werde ich noch keine Mission wirklich machen. Ihr werdet erstmal alle Nebenaufgaben oder versuchen zu machen. Mal gucken, was wir schaffen werden. Und dann bei der Aufnahme gucken, ob dann wirklich was, was zu hören ist oder nicht. Jedenfalls, Konrad, den sollen wir mal helfen. Doch gerne. Der Nasari von vorne ist wieder weg. Ach, Illium ist echt eine schöne Welt. Haben Sie nichts Schickeres? Ich will etwas, das sagt, der Raum gehört mir. Du gehörst mir. Mal sehen, was wir da tun können, Sir. Der Hintergrund muss echt nochmal überarbeitet werden, aber wenn von Mass Effect echt ein Remaster rauskommt oder Remake mehr oder weniger, dann wird das hoffentlich auch dann gemacht. So. Hallo, jemand da? Hey! Hören Sie, ich weiß, dass die Daten für die Familie Terosa sehr wichtig sind. Lassana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Ich kann von Glück reden, dass ich überhaupt rausgekommen bin. Ihre Söldner haben plötzlich das Feuer eröffnet. Wenn sie uns nochmal reinlässt, hole ich alles. Wenn nicht, können wir nur noch hoffen. Was ist? Entschuldigung, aber das ist ein wichtiges Gespräch. Entschuldigung, aber das ist ein wichtiges Gespräch. Ja gut. Nasana Dentius. Mit der will wir noch ganz kurz ein Gesprächchen haben. Serena? Wer will das wissen? Später. Ich heiße Shepard. Liara Tassoni sagte, sie hätten vielleicht Informationen über Thane Krios. Tanner, machen Sie für mich weiter. Hierüber. Ja, ich weiß, wer Thane Krios ist. Ich habe ihm Informationen gegeben, aber ihn nicht angeheuert. Was wollen Sie wissen? Ich will nur wissen, wo er ist. Vielleicht könnten Sie mir helfen, ihn zu finden. Ich kann es Ihnen sagen, aber Sie werden ihn nicht aufhalten. Als er mich kontaktierte, habe ich ihn überprüft. Er hat bisher jeden Job zu Ende gebracht. Ich war für die Sicherheit von Lassana Dentius zuständig. Aber dann fand ich raus, dass sie Leute umlegt, um ihre schmutzigen Geheimnisse zu wahren. Als ich sie damit konfrontierte, hat sie mich gefeuert. Selber schuld. Ich hätte Thane vielleicht davon abhalten können, sie umzulegen. Wenn Sie dort gearbeitet haben, müssen Sie doch wissen, wie viel Widerstand ihn dort erwartet. Eclipse-Söldner, Hightech-Killer. Undiszipliniert, aber bestens ausgerüstet. Denen ist egal, wen sie töten, solange sie dafür bezahlt werden. Auf Thane wartet ein ordentliches Empfangskommando. Ich habe ihm alles gesagt, was ich wusste. Es schien ihn nicht zu beunruhigen. Ja. Warum kommt mir dieser Name so bekannt vor? Sie war vor ein paar Jahren Repräsentantin auf der Citadel. Stimmt. Sie ließ mich ihre Schwester töten, die Sklavenhändlerin. Ich dachte immer, das sei nur ein Gerücht. Nun, dann wissen Sie ja, wozu sie fähig ist. Hier auf Nos Astra hat sie sogar noch mehr Macht. Damit hält sie ihre Freunde unter Kontrolle und bringt ihre Feinde um. Also, wo finde ich Thane? In den Dentius Towers, Penthouse von Turm 1. Es gibt einen zweiten Turm, an dem noch gebaut wird. Wenn Ihr Freund clever ist, geht er von da aus rein. Also müssten Sie ihn dort finden. Ich werde ihn finden. Nicht ohne Hilfe. Man geht nicht einfach in die Dentius Towers rein. Und im Moment schon gar nicht. Lassen Sie mich raten. Sie könnten uns behilflich sein. Ich kann Sie reinbringen, aber Sie haben nur einen Versuch. Sie sollten sich gut vorbereiten. Okay. Wissen Sie sonst noch etwas über Thane? Nicht viel. Er hat gesagt, er würde das nicht für Geld machen. Niemand hat ihn angeheuert. Ich wollte wissen, wem ich da helfe, und er sagte, er mache das aus eigenem Antrieb.
um in seinem Leben das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich weiß nicht, vielleicht ist er verrückt. Aber wenn er Nassana umlegt, sind mir seine Gründe völlig egal. Sie bieten einfach so ihre Hilfe an, ohne Hintergedanken? Sie werden nach Thane suchen und Nassanas Söldner werden versuchen, sie aufzuhalten. Wenigstens lenken sie dann ihre Wachen ab. Sie geraten unter Feuer und Thane kriegt freies Schussfeld. Ich habe ihn nicht angeheuert, Nassana umzulegen, aber ich werde nicht weinen, wenn sie bekommt, was sie verdient hat. Ja, aber was ist mit mir? Rein theoretisch hätte es mich dann in den Druck geschickt, Mann. Okay, noch nicht bereit. Ich bin gleich wieder da. Ich werde hier sein, aber Sie sollten nicht zu lange warten. Ja, jedenfalls rein theoretisch hättest du mich in den Tod geschickt. Okay, wenn es noch nicht so viele Nebenaufgaben ist, dann würde ich die Sache mit Tane jetzt direkt machen. Die Nava Corp wird mit einem gewaltigen Finanzskandal in Verbindung gebracht. Die Behörden überprüfen zahlreiche Unregelmäßigkeiten. Hallo. Vertrau mir. Die Waren aus dem Terminus-System sind sehr gut fürs Geschäft. Ich weiß nicht. Einige davon kommen mir ziemlich gefährlich vor. Genau darum geht's doch. Gefährlich bedeutet mehr Vertragsarbeit für uns. Aha. Bist du sicher, dass die Waffen und Panzerungen von Thor Selbstverteidigung gut genug für Eclipse sind? Ja, eine Freundin von mir ist bei Eclipse. Sie hat mir gesagt, was ich besorgen soll. Gut, ich kann Miranda? Sie gut Fireballs umgehen. Vielleicht brauchen sie ja Tags. Weiß nicht gerade, Miranda's Synchronstimme noch ein bisschen abgeändert? Oh, hallo! Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich habe mit einem alten Freund gesprochen, Conrad Ferner. Sie haben ihm erzählt, dass in der Eternity Bar roter Sand verkauft wird. Ah, Sie sind mit Conrad befreundet. Ja, das ist ein sehr gefährlicher Ort. Ich muss es wissen, ich bin eine Undercover-Polizistin. Bringen Sie mir die Besitzurkunde für die Bar? Ich brauche sie nämlich, um den Dealern, die roten Sand verkaufen, das Handwerk zu legen. Natürlich, ich bin doch lieb. Ich habe den Barbesitzer weichgeklopft, aber Sie müssen hingehen und die Sache selbst zu Ende bringen. Im Ernst? Sind Sie sicher? Ja. Absolut. Sie müssen das Geschäft nur abschließen. Sie gehen rein, bleiben hart und lassen durchblicken, dass wir zusammenarbeiten. Dann kriegen Sie die Urkunde. Na dann. Super. Hier. Ich stelle jetzt den Rabatt für Sie ein. Danke für die Hilfe. Bitte gern. Hilf ich doch gern. Ich bin doch so liebenswürdig. Ist aber auch gern mit Commander Shepard einfach alle das Licht zu führen, hin und wieder. Na gut. 15% mehr Gesundheit nehme ich doch gerne, obwohl es arschteuer ist. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. 50% mehr Leben, das ist sehr nützlich. Maschinenpistolen, na gut, teuer. Shit. Das, nee, komm, muss ich haben. Sturmgewehr schon, komm, brauche ich auch. Verstärkte Platten, okay, die ist... Die Upgrades sind so teuer und die Rüstungsteile sind billig. Na gut, dann kann ich jetzt mal meine Rüstung wieder neu machen. Oh, blaue Rose von Ilium, lass deine Wurzeln tief hineinwachsen in die heiße Erde von Tuchanka. Lass unsere gleißende Sonne und den umhüllenden Regen deine geschmeidige Schönheit zu Stärke verbiegen. Denn wenn unsere Liebe Bestand haben soll, muss sie Dornen ausbilden, um die Hand eines jeden zu pieksen, der sie entwurzeln will. Interessant. Hi. Blaue Rose von Ilium. Du bist aus Glas und Plastik erblüht. Fisch. Ja. Aber Schönheit unter Glas wird nie geprüft und ist darob schwach. Wo sind deine verehrten Toten, auf dass sie den Boden düngen, aus dem du erstarken kannst? Auf den felsigen Ebenen von Tuchanka werde ich dir aus den Knochen meiner Vorfahren einen Garten errichten. Ma'am, ich glaube, er redet mit Ihnen. Was wollen Sie? Tut mir leid, tut mir leid. Die Liebesgedichte des verdammten Kroganers zerren an meinen Nerven. Belästigt Sie dieser Kroganer? Nein, nein, Sie müssen ihm nicht wehtun oder sowas. Er ist harmlos. Was bei einem Kroganer kaum zu glauben ist, ich weiß. Sein Name ist Char. Wir sind miteinander ausgegangen, aber im Moment sind wir getrennt.
Er will mir zeigen, wie sensibel er ist, indem er mich, naja, umwirbt. Wirklich schlimm. Interessant. Warum sind sie beide gerade getrennt? Er meint es ernst. Also mit Kindern und so. Das volle Programm. Zum Ausgehen ist zwar super, aber was Dauerhaftes? Kroganer leben sehr lange. Das ist nicht wie bei Menschen, wo man nur 100 Jahre durchhalten muss, weil sie dann von selber sterben. Bitte was? Nichts für ungut. Ich habe mich gefragt, ob er mich wirklich mag oder ob er nur Kinder will. Er kann ja sonst keine haben, wissen Sie? Wegen der Genophage. Mein Mikrofon ist mir wieder runtergefallen. Ich verstehe die Haltung irgendwie nicht. Manchmal, die hält irgendwie... Manchen Aufnahmen hält die ewige, manchmal rutscht sie irgendwie ab. Ich verstehe nicht, wieso. Ich entschuldige mich dafür. Ja, wir haben das jetzt zum tausendsten Mal gehört, also... Ja, das stimmt. Dieser Schar ist bestimmt ein sehr interessanter Kroganer. Es ist nicht alltäglich, dass eine Asari mit einem Kroganer ausgeht. Was hat sie beide zusammengeführt? Er ist ein lustiger Kerl. Ziemlich klug, vor allem für einen Kroganer. Und er hat einen guten Job als Transporttechniker. Ein paar Jahrhunderte lang macht die Arbeit als Söldnerin oder als Tänzerin in Bars Spaß. Aber irgendwann kommt man nun mal in die matronale Phase, wissen Sie? Dann lässt man sich die Rückentätowierung entfernen, wartet, bis die Haare wieder ihre natürliche Blaufärbung annehmen und lässt sich mit jemandem nieder, der verlässlich ist. Okay, da war gerade noch was gewesen. Na, warte mal. Er meint es ernst. Oh, ich habe mich gefragt, ob er mich wirklich mag oder... Das klingt nach einer Frage, die Sie ihm direkt stellen sollten. Habe ich. Ich glaube, ihm ist gar nicht klar, dass unsere Kinder immer Asari wären. Nicht-Asari begreifen oft nicht, dass wir keine Alien-DNS aufnehmen, sondern damit nur kleinere Teile der genetischen Information zufällig verteilen. Jedenfalls war Char danach sehr lange still. Schließlich sagte er, dass er unsere Mädchen auf jeden Fall lieben würde, egal welche Farbe sie hätten. Sie müssen mit Ihrem Freund reden, sonst hört er mit seiner Poesie gar nicht mehr auf. Ich weiß, aber es ist so schwer. Ich mag ihn sehr. Verdammt, ich liebe ihn sogar. Aber ich weiß nicht, ob er für eine dauerhafte Beziehung taugt. Ich bin zu lieb. Sehen Sie ihn an. Er ist ganz offensichtlich verrückt nach Ihnen. Meinen Sie? Aber was ist, wenn er doch nur Kinder will? Bin ich dann nur seine Gebärmaschine? Er sagte, das wäre ich nicht, aber... Wenn er das gesagt hat, können Sie ihm entweder vertrauen und müssen sich keine Sorgen mehr machen, oder Sie vertrauen ihm nicht und haben Ihre Entscheidung bereits getroffen. Ich vermute, so habe ich das bisher noch nie betrachtet. Ich vertraue ihm. Wenn er es gesagt hat, ich werde mit ihm reden. Ich habe am Terminal einen Rabatt für Sie eingestellt. Danke für Ihre Hilfe. Gerne. Ich helfe immer gerne den Liebenden. Und der Rabatt kam leider ein bisschen spät. Menno, aber es war auch nicht wirklich teuer. Ich habe fast immer noch 100.000 Credits. Was ist mit dir? Willst du zur Spezialeinheit? Warum nicht? Jeder Asari hat Biotik, dann kann ich sie doch auch einsetzen, oder? Wow, dieses Präzisionsgewehr ist der Hammer. Wenn du das sagst. Die Asari bei der Klitz benutzt aber keine Scharfschützengewehre, jedenfalls hier im Spiel nicht. Ich sag dir doch, entspann dich. Sex werden ein paar fehlende Teile niemals auffallen. Was? Nein, ich kann nicht rein. Weil es ein Tatort ist, alles abgeriegelt. Eclipse-Söldnerinnen, irgendeine Justikarin, was weiß ich. Niemand kriegt die Extraware zu Gesicht und deshalb werden wir auch reich. Ich telefoniere. Interessante Geschäftspraktiken hier. Chiala? Nein, ich habe noch kein Glück gehabt. Sie besteht darauf, dass es legal war. Ich weiß es nicht. Ich werde einen Gefallen einfordern und einen Freund den Vertrag durchsehen lassen. Hallo, wir kennen dich doch von irgendwoher, ne? Shepard, Sie erinnern sich bestimmt nicht an mich. Ich bin Chiala. Wir haben uns während des Geth-Angriffs auf Pharos getroffen. Saren hatte mich dem Turianer als Sklavin übergeben. Und sie haben ihn getötet. Und mich gerettet. Ich habe versprochen, Zeus Hope beim Wiederaufbau zu helfen. Und deshalb bin ich jetzt auch hier auf Ilium. Schön, dich wiederzusehen. Warum kann ich das nicht sagen? Wie geht es, Zeus Hope? Wir haben vieles wieder aufgebaut und konnten sogar verwertbares Material von dem Geth-Schiff bergen, das sie zerstört haben.
Aber die Forscher von Exogeni wurden wieder in ihr Hauptquartier zurückgerufen. Und die Reste des Turianers haben sie mitgenommen. Ich frag mich, was sie denn da rausgefunden haben. Kommandiert Exogeni wieder die Kolonisten herum oder hat der Turianer unseren Kampf irgendwie überlebt? Nein, Exogeni unterstützt Zeus Hope sogar. Sie wollen uns offenbar wirklich dabei helfen zu überleben. Und der Turianer ist tot. Wobei ich nach allem, was sie auf sich genommen haben, um ihn zu töten, ihre Sorge durchaus verstehe. Ich fürchte, nach unserem Abenteuer auf Ferus kommt ihnen meine Aufgabe auf Ilium sicher vergleichsweise banal vor. Aber wie kann ich ihnen denn helfen? Kann ich dabei irgendwie behilflich sein? Das wäre wunderbar. Ich bin an die Grenzen meiner diplomatischen Fähigkeiten gestoßen und würde ungern Ärger verursachen. Durch die Kontrolle durch den Turianer hatten einige Kolonisten Gesundheitsprobleme. Wir haben eine koloniale Forschungsgruppe engagiert, um medizinische Scans durchzuführen. Aber der Vertrag erlaubt der Firma anscheinend, ohne unsere Zustimmung Eingriffe vorzunehmen. Deshalb bin ich hier. Moment mal, Shiala. Sie waren doch nur grün, als der Turianer einen Klon aus Ihnen gemacht hat. Ihr wahres Ich war blau. Normale Asari. Ich sprach von Gesundheitsproblemen durch die Kontrolle des Turianers. Erinnern Sie sich? Das ist meins. Einige Monate nach dem Tod des Turianers veränderte sich die Pigmentierung meiner Haut. Und meine biotischen Fähigkeiten sind auch instabil. Außerdem habe ich intensive Träume über meine Zeit bei dem Turianer. Das alles ist beunruhigend. Okay, das ist jetzt ein Spielebug. Normalerweise sollte sie mir ins Gesicht reden. In dem Sprecher rede ich mit ihr im Hinterkopf. Erzählen Sie mir mehr über den Vertrag, den Sie wegen der Scans unterschrieben haben. Aria von Tears zeigte Interesse an unserem Problem. Sie haben angeboten, medizinische Scans und die nötige Behandlung fast ohne Bezahlung durchzuführen. Ich hätte wissen müssen, dass es zu schön war, um wahr zu sein, aber wir waren verzweifelt. Im Kleingedruckten haben wir uns anscheinend damit einverstanden erklärt, dass sie weitere Eingriffe durchführen dürfen, wenn sie es für angebracht halten. Und so kam es dann auch. Können die Ihnen diese Eingriffe wirklich aufzwingen? Nein, aber sie können uns wegen Vertragsbruch anklagen. Was bedeutet, dass wir den vollen Preis bezahlen müssen, den ihre Leistung normalerweise gekostet hätte. Zeus Hope kommt gerade langsam wieder auf die Füße. Wir können uns das unmöglich leisten, Shepard. Was für Gesundheitsprobleme hatten die Kolonisten denn? Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe, so ähnlich wie die unter der Kontrolle des Turianers. Manchmal teilen Kolonisten in der Nähe eines Turianeropfers dessen Empfindungen, etwa Hitze oder Schmerzen. Es muss etwas mit Resten der parasitären Sporen des Turianers zu tun haben. Deswegen soll das Ganze untersucht werden und geheilt. Gut, ich kümmere mich natürlich drum. Ich rede mit dieser Forschungsgruppe. Ich weiß das zu schätzen, Shepard. Der Vertreter von Baria Frontiers ist über das Problem informiert. Okay, und bitte red mal wieder mit mir vernünftig, das sieht komisch aus. Teilen Sie mir bitte mit, was Sie von dem Vertreter von Baria Frontiers erfahren. Ja, mache ich. Hallo? Sternkarten wirklich schon, war ich nicht im Messe mit einem schon mal da? Mach ich gleich. Hallo! Sie müssen die Vertreterin sein. Ich habe Ihr Gespräch beobachtet, Mensch. Sie wollen sich über die medizinischen Verträge beschweren, die Kolonisten von Feros unterschrieben haben. Sie gehen besser wieder. Ihr Leben ist kurz genug. Vergeuden Sie keine Zeit damit, mich zu belästigen. Warum bestehen Sie auf diese Tests? Welchen Nutzen haben Sie davon? Der Nutzen geht Sie nichts an. Ein legaler, bindender Vertrag wurde unterschrieben. Nur das zählt. Sie alle, Menschen, Salarianer, Turianer, Sie kommen auf unseren Planeten und beschweren sich dann, dass Ihnen unsere Gesetze nicht passen. Die Galaxie wäre ein besserer Ort, wenn sich niemand außer den Asari aus der Ursuppe erhoben hätte. Sicher, deswegen habt ihr selber viel Kriminalität, Tod, Mordschlag und was auch immer auch selber vorzuweisen, ne? Und Arroganz scheint es an euch auch nicht zu mangeln. Vielleicht könnten wir andere Tests entwickeln, mit denen beide Seiten zufrieden wären. Wenn die Kolonisten die Vertragsbedingungen nicht einhalten wollen, hätten sie nicht unterschreiben sollen. Ich bin nicht dazu verpflichtet, ihren Wünschen nachzukommen. Wären Ihre Vertragsbedingungen genauso hart, wenn es sich um Asari-Kolonisten handeln würde? Asari würden sich um die Probleme kümmern, die andere Spezies verursacht haben. Asari wie meine Seelenverwandte, die beim Aufstand der Geth gegen die Quarianer ums Leben... Oder wie meine Töchter, die bei dem Geth-Angriff auf die Citadel starben. Eine arbeitete in der Botschaft. Die andere war Empfangsdame bei der Konsortin. Die kenne ich.
Das alles ist für mich nicht hypothetisch, Mensch. Aliens werden niemals meine Verbündeten sein. Sie können mir bestenfalls nützliche medizinische Daten geben. Damit kann ich das Gespräch jetzt beenden, aber... ich möchte aber erstmal noch alles andere machen. Sie scheinen zu vergessen, dass die Menschen Sie vor Saren und den Geth gerettet haben. Die Geth, die von den dämlichen Quarianern hergestellt wurden? Die von einem verräterischen turianischen Spectre bei einem Angriff angeführt wurden? Die Geth haben nicht mit der Citadel angefangen. Ihr erster Angriff galt ihrer Menschenkolonie Eden Prime. Die Menschen haben die Geth zu uns geführt. Sie und die Turianer und die Quarianer. Der Tod meiner Leute ist ihre Schuld. Rede das ruhig ein. Die Geth haben deswegen nur die Menschen angegriffen, weil sie den den Sender wollten. Das war der einzige Grund. Wäre der Sender auf eine Asari abgelegene Kolonie, hätten sie die da angegriffen. Das klingt persönlich, ja, ist dasselbe wie mit den Töchtern, aber, ja, klar. Sie halten das wirklich für legal? Vielleicht sollten die Vertragsanalysten von Ilium mal einen Blick drauf werfen. Sie ignoranter Trampel. Ich habe schon Vertragsverhandlungen geführt. Da haben ihre Vorfahren noch Hexen verbrannt und sich gegenseitig versklavt. Ich habe seit 70 Jahren keinen Vertragsstreit verloren. Nur zu. Ich bin aber immer noch ein Spectre. Jedenfalls hat der Rat meinen Status wiederhergestellt. Also, Wort eines Spectres hat aber immer noch sehr viel Gewicht. Und das würde... Ich meine, den Einfluss von Shepard ist nicht gerade klein. Warum haben Sie so große Vorurteile gegenüber Aliens? Wo soll ich anfangen? Mit den Forschern der Salarianer, die erst die Rachni auf uns gehetzt haben und dann die Kroganer, um ihren Fehler wieder auszubügeln? Oder mit den Turianern, die jedes Problem in die Luft sprengen wollen? Oder mit den Menschen, diesen Neuankömmlingen, die der Meinung sind, ihnen gebühre die Herrschaft? Jeder Krieg, der diese Galaxie heimgesucht hat, wurde von ihrem Volk ausgelöst. Das Blut meiner Leute klebt an ihren Händen. Und die Asari sind natürlich immer Unschuldskinder gewesen, haben nie was gemacht. Ja, klar. Viele meinen, die Asari werden ja die Herrschaft einer Rasse, verhalten wohl noch Geheimnisse von anderen Rassen. Mehr dazu, Mass Effect 3. Ja, und ihr meint wirklich, wird alle besser, oder was? Ich dachte, Asari zögen es vor, sich wegen der genetischen Vielfalt mit anderen Spezies zu paaren. Ein kurzsichtiger Fehler, propagiert von denselben Unzufriedenen voller Selbsthass, die auch den schrecklichen Begriff Reinblut geprägt haben. Wir brauchen ihre Alien-DNS nicht, um genetisches Material zu verteilen. Ein wenig Strahlung würde genauso funktionieren. Sie bringen keine Vielfalt, keine neuen Einsichten, keinen Fortschritt. Sie bringen nur Chaos und sinnlosen Tod. Nun gut, jetzt kann ich eigentlich jetzt damit anfangen. Aber sie hat echt ganz schön an Socken. Okay, ich kann ihren Wut schon verstehen. Also, ihre Seelenverwandten, ich denke, war wohl vielleicht Partnerin, Tochter, was auch immer, Familie gemeint. Deswegen ist der Hass auch auf nachvollziehbar und deswegen hege ich auch keinen Groll deswegen. Aber sie verurteilt wieder alle und zeigt auch, ja. Mehr sage ich dazu nicht. Von welchen Toten reden wir hier eigentlich genau? Die Mutter meiner Töchter wurde während des ursprünglichen Aufstands der Geth auf der Heimatwelt der Quarianer getötet. Meine Töchter starben bei dem Geth-Angriff auf die Citadel. Eine arbeitete in der Botschaft. Die andere war die Empfangsdame der Konsortin. Ich kannte die beide. Mehr oder weniger. Das alles ist für mich nicht hypothetisch, Mensch. Ja, hatten wir schon. Sie können mir bestenfalls nützliche medizinische Daten geben. Warum war Ihre Seelenverwandte auf der Heimatwelt der Quarianer? Sie hat die Quarianer studiert. Nicht ihre Technologie, sondern ihre Musik. Sie liebte ihre Kunst. Sie sagte, sie hätten alte Seelen. Meine Töchter haben das wohl geerbt. Beide sprachen gern mit Leuten und waren an anderen Kulturen interessiert. Sie waren bestimmt wunderbar. Ihr Verlust hat die Galaxie ärmer gemacht. Ja, das stimmt. Wären die beiden mit ihrem jetzigen Verhalten einverstanden? Ich bin nicht... Ich habe nicht... Ich schicke einen geänderten
keine Tests mehr. Keine Gebühren. Es gibt genug Schmerz in der Galaxie. Ich muss ihn nicht noch verstärken. Ja. So kann man es auch lösen. Okay, dann holen wir uns mal die schnell die Karten. Reden wir noch kurz mit den... Ja. Mit den letzten beiden Personen. Da vorne den Officer und... Hast du die Sternenkarten bekommen? Hm? Ja. Allerdings musste ich mich dabei mit Irinia befassen. Ich brauche jetzt erstmal eine Dusche. Was hast du erwartet? Sie ist ein Reinblut. Die sind alle so. Ja, genau, ihr seid genauso wie die Reinblutigen oder alle anderen, die verurteilen. Aber Verurteilung ist mehr oder weniger zu einem gewissen Grad verständlich. Allerdings, wenn man sich genau damit befasst, ja. Organische Wesen denken meistens sehr kurzsichtig, was in gewissen Situationen auch gut ist und welche nicht. Das ist einfach situationsbedingt. Auf lange Sicht, wenn man das dauernd anhält, das mit dem Verurteilen ist natürlich scheiße und nicht nützlich, darum sollte man sich darauf weiterentwickeln. Aber die Fähigkeiten deswegen, die wir haben, oder wie fett, dass man als Fähigkeit nutzen kann, haben wir auch aus bestimmten Gründen. Beispielsweise damals, als wir Menschen noch in Höhlen gelebt haben, beziehungsweise gegen Raubtiere zu sein scheinen, war es ziemlich praktisch, kurzsichtig über diese Verurteile zu haben. Man kann zum Beispiel auch Raubtiere als Haustiere nehmen, aber aus Verurteilung kann man sagen, das ist sehr unwahrscheinlich und hätte wahrscheinlich vielen damit somit das Leben gerettet. Die Verurteilung ist eigentlich auch fast auch ein Schutzreflex einfach, also denke ich mal mit entstanden, soweit ich das beurteilen kann. Jedenfalls würde es zu meinem Punkt auch Sinn ergeben, aus einer Anfangszeit der Menschen von Gefahrerkennungen schnell darauf zu reagieren. Also wenn eine Gefahr existiert, zum Beispiel ein Typ mit der Waffe richtet auf euch, dann könnt ihr im meisten Fall davon ausgehen, dass er entweder schießen würde oder euch bedrohen wird. In dem Fall ist eine Gefahrsituation, eine Reaktion eben halt vorprogrammiert am Ende. Außer es passiert irgendwie ein Fehler im Gehirn oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Egal. Wir haben alles geklärt. Sie haben es geschafft. Ich habe gerade die überarbeiteten Verträge erhalten. Danke, Shepard. Sie haben Zeus Hope schon wieder gerettet. Mal wieder. Ich glaube nicht, dass ich... Ist das immer so? Dass die Probleme von gestern heute in neuer Form auftauchen? Kann nicht irgendwas einfach mal erledigt sein? Sie haben die Kraft, wirklich etwas zu bewegen, Shiala. Und die haben nicht viele. Sie haben recht. Sie haben die Kolonie gerettet und uns dadurch eine Chance verschafft. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Und das werde ich auch nicht. Danke für alles, was Sie hier getan haben, Shepard. Ich werde weiterhin mein Bestes geben. Irgendwann vielleicht. Wenn ich mal nicht die Kolonie organisiere und sie nicht tun, was sie ebenso tun. Ich glaube, sie ist verliebt. Und Shepard lächelt erstmal schön. Das ist echt ein fieses Grinsen gewesen. Nun gut, jetzt reden wir noch mit dem Officer. Weißt du, dass Irinia mit Kunden, die keine Asari sind, nicht mal spricht? Die Sache mit dem Reinblut ist praktisch ihre Religion oder sowas. Sie soll bei dem Angriff der Geth auf die Citadel ihre Töchter verloren haben. Ja, klar. Und davor war der Kontakt mit ihr bestimmt die reinste Freude. Könnte theoretisch sein, aber dennoch ist das... Der Verlust hat das wahrscheinlich noch extrem verstärkt. Hallo. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich suche eine Asari-Kriegerin namens Samara. Oh nein, was hat sie getan? Hat sie jemanden umgebracht? Nein, noch nicht. Ganz ruhig. Ich muss nur mit ihr reden. Sie ist die erste Justikarin, die je zu uns gekommen ist. Ich mache mir Sorgen, dass sie das Feuer eröffnet. Sie ist vor einigen Stunden zum Raumhafen gegangen. Wenn Sie dorthin wollen, können Sie sich an dem Stand auf dem Balkon da ein Taxi kommen lassen. Seien Sie einfach höflich, wenn Sie ihr begegnen. Justikarinnen verkörpern unsere höchsten Gesetze und bleiben normalerweise im Gebiet der Asari. Sie ist den Umgang mit Aliens nicht gewohnt. Hm? Ist Samara wirklich so gefährlich? Wenn Sie sich an die Gesetze halten, haben Sie nichts zu befürchten. Und eine Justikarin würde für den Schutz Unschuldiger ohne Zögern ihr Leben geben. Wenn Justikare auf etwas Böses stoßen, müssen sie es beseitigen. Bei den Asari klappt das ganz gut. Aber es macht mich nervös, dass eine hier ist, solange andere Spezies etwas anstellen könnten. Ich möchte sagen, dass die Untertitel andere Informationen preisgeben als das Gesagte. Warum machen Sie sich Sorgen darum, dass andere Spezies mit ihr in Kontakt kommen? Wenn eine Justikarin eine Asari tötet, gehen wir davon aus, dass es gerechtfertigt war, selbst wenn keine Beweise vorliegen. Aber wie ist das bei einem Menschen? Ja, glauben okay. Glauben Sie, die Allianz würde ihre Motive verstehen und ihre Autorität anerkennen? Das schaffen sie doch nicht mal bei ihren eigenen Religionen. Würde die Allianz das verstehen und akzeptieren oder würde sie Beweise verlangen? Dann würde ich nämlich ordentlich in der Klemme stecken.
wieder was anderes, steht da immer noch was anderes, als was gesagt wurde, aber ich verstehe, was gemeint ist, ja. Erzählen Sie mir mehr über die Justicare. Sie sind ähnlich wie Spectres. Sie reisen durch das Gebiet der Asari, beschützen die Schwachen und bestrafen die Schuldigen. Mit einer Waffe. Die meisten sind auf irgendeiner lebenslangen Mission, aber sie kümmern sich unterwegs um jedes Unrecht, was zu Problemen führen kann. Sie sind ein ehrwürdiger alter Orden, den wir verehren. Dennoch ist es beunruhigend, einen von ihnen in Nos Astra zu wissen. Also der Typ, der hier die Texte geschrieben hat, also den ich weiß nicht, wie man das macht, also erst die Stimme und dann die Sprechzeile, keine Ahnung was, hat er ihm was verschissen. Spectres werden vom Rat autorisiert. Wen repräsentieren Justicare? Was? Das ist wie... Ich kenne dafür keine gute menschliche Metapher. Sie stehen für ihren Kodex, unseren Kodex. Es ist mehr eine religiöse Gruppierung als eine Abteilung der Polizei. Keine gesetzestreue Asari würde die Befehle einer Justikarin anzweifeln. Sie sind völlig unabhängig und nur ihrem eigenen Kodex unterworfen. Eine Justikarin würde lieber sterben, bevor sie ihren eigenen Kodex verletzt. Ich suche sie. Ja. Ich sagte Ihnen doch, sie ist beim Raumhafen. An dem Stand auf dem Balkon da können Sie ein Taxi rufen. Und das nochmal fragen. Nee, das sag's mal ich später. Danke für Ihre Hilfe. Viel Glück mit der Justikarin. Vielen Dank. Nun gut, das war's nochmal diese Folge. Die ging recht gesprächig, aber wir sind so weit, dass wir dann direkt mit Samara beginnen können und dann Tenkyus. Ja, ich denke, mit Samara fangen wir an und dann mit Tenkyus. Nun gut, das war's mit dieser Folge. Danke dafür, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Ciao!